Und damit willkommen zurück zu Lorelei and the Laser Eyes. Wir sind hier angekommen, irgendwie vor einem Hotel, haben uns Zutritt verschafft, haben uns damit als würdig erwiesen und gehen hier gerade durch die Gegend. Wir sind gerade in der Eingangshalle angekommen und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier diesen rechten Flügel an. So, was haben wir denn hier? Da sind Plakate. Filmplakat. The Ace of Hearts. Plus a dog like all other dogs. Okay. Fein plus. Also irgendwie müssen wir da was... Der Hund hieß Rudi. Okay, so ein Hinweis. Geschlossene Tür. Verschlossen. Also, kann durch jetzt, also bei dem Spiel wird es sehr schwierig sein, rauszufinden, ab wann haben wir genug Hinweise, um Rätsel zu lösen. Eventuell ist alles, was wir schon gesehen haben, schon Hinweise genug. Ace of Hearts ist als Ass irgendwie, vielleicht zählt das 11, 11 plus irgendwie ein Hund wie jeder andere. Bei Rudi irgendwas oder wie auch immer. Oder müssen wir erst wirklich was suchen. So, was haben wir hier? Aufzugswortschild. Nee, Aufzugswartungsschild. Oh Gott. Hinweis. Der Aufzug ist außer Betrieb. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten. Aufzugsservice. Telefonnummer. Hausmeister GmbH. Nachtallee 61. So, hier haben wir eine Espressomaschine. Aber wir haben nicht viel, um da zu nutzen. Wir können Tampons nehmen, wo auch noch. Okay. Und oben ist das Bild irgendwie ansehbar? Nö. Ruftaste wollte ich gerne haben. Achso, er scheint außer Betrieb zu sein. Okay. Der Aufzug ist außer Betrieb. Okay. Wir haben die Musik angemacht auch. Wir haben den Raum kurz verlassen. Wir hatten vor uns gehorcht. Wir kommen hier ja auch nicht weiter gerade. Ist niemand drin? Es hört sich an, als wäre drin jemand sehr aufgebracht. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal ins Untergeschoss. So muss ich erstmal orientieren, was mir zu sehen ist. Das wollte ich nicht. Verkaufsautomat. Nostalgiefiguren, 1 Dollar, sammle alle 20. Ja, das ist so ein Ding, wenn man nicht weiß mit dem Geld wohin, könnte man hier was sammeln. Was ist sonst? Es gibt nichts zu sehen. Das ist so ein bisschen wie bei Ghostwire Tokyo, da konnte man auch diese ganzen Gotcha-Figuren sammeln. Abkürzung. Ist verriegelt. Ich glaube, ich müsste mir wahrscheinlich bald hier mal einen Plan machen. PC-Tür. Okay, wir können damit die Blase entleeren, warum auch immer. Hände waschen natürlich, um Himmels Willen. Okay, was haben wir noch hier in dem Raum? Wir können dort hochgehen, können rübergehen und zur Seite gehen. Wir gehen mal dort lang. Transportrolle. Kielare. Wir haben die Transportrolle gefunden, brauchen aber einen Code dafür. Muss hier immer, wie gesagt, man kann nicht zurück, es gibt keine Zurücktaste. Man muss immer die Interaktionstaste irgendwo finden, wodurch man das gebrauchen kann, damit wieder zurückkommt. Auf den Zeichenbrett sind viele frühere Skizzen und Notizen zu sehen. Symmetrische Darstellung. Ein Modul kosten 10. Geschätzte Projektkosten. Naja, wenn es symmetrisch ist, dann sehen wir, wir haben... Oh Gott, habe ich einen Mauszeiger irgendwo? Nee. Wir haben vorne zwei Türmchen stehen, immer mit 2. Also haben wir 4 davon. Liegend haben wir dann einen 7er, sind also 11. Plus 2 sind 13, also geschätzte Projektkosten 130. Das ist unterstrichen, ist also wichtig wahrscheinlich. Moderner Gestaltungsvorschlag, kosteneffiziente Materialien, rentable Konstruktion, preisgünstige Innenausstattung. Gibt es versteckte Kosten?
Modulare Raumgestaltung, günstigste Möglichkeit. Laut des Projektteams können die Kräne die Module nicht drehen. Der Lieferant hat von jedem Modul nur Exemplar auf Lager. Einfach Raumgestaltung. Das Bauunternehmen meint, unsere Maße ergeben keinen Sinn. Flächen neu berechnen. Komponentenbasierter Entwurf der Villa. Verfügbare Komponenten und Preise. Da sehen wir die Türme. Kunden über Kosten informieren. Okay, es sind ganz, ganz viele. Also das ist, könnten Einzelrätsel sein. Das könnte eins sein. Das könnte eins sein. Das könnte eins sein. Okay, nehmen wir die 130 mit. Wenn ich hier die 130 einstelle. Das hat nicht funktioniert, nehme ich an. Das ist halt jetzt das wirkliche Problem in dem Spiel. Hat man jetzt schon alle Informationen aus den Rätseln oder muss man noch ein bisschen weitersuchen? Das wird uns also noch sehr häufig jetzt hier begegnen. Okay. Also ich muss mir schon, ich sehe es jetzt schon. Wir brauchen Blätter und ich muss hier aufzeichnen, wo wir sind. Also wir sind im Untergeschoss. Wir haben einen langen Raum gehabt mit, ich mache es mal parallel, mit einem Verkaufsautomat. Wir haben eine verschlossene Tür. Wir haben eine WC-Tür. Wir haben einen Raum gefunden mit einem Zeichenbrett und einer Transportrolle hier. So. Die Kräne, die Module nicht drehen. Der Lieferant hat von jedem nur ein Exemplar. Jetzt ist die Frage, soll ich die jetzt dort oben einsetzen oder sind die für eine spätere Skizze gedacht? Guckt mal auch, wie die heißen. Guck mal, Dredjev Wojnik. Lofet Winden. Wurst Etage. Kiel Are. Ah, guckt an. Die heißen immer, Kiel Are ist der die Transportrolle hier unten hat. Das heißt, an diesem Zeichentisch haben wir die ganzen Rätsel für Transportrollen. Fläche neu berechnen. Die Maße ergeben keinen Sinn. Ja, 9 mal 81 ergibt doch keinen Sinn. Guck mal, das Fragezeichen ist falsch rum. Das heißt, es ist 6 mal 18. Und 6 mal 18 wäre, wenn alles richtig ist, 108. So, gucken wir mal, ob das passt. Perfekt. Okay. Hotel, letztes Jahr Keller. Ah, wir kriegen damit... Ah, über die Transportrollen kriegen wir also die Karten. Das ist ja cool. Der Keller des Hotels beherbergt eine moderne Küche, einen Weinkeller, eine hochmoderne Toilette. Übrigens hier sehen wir den Cursor jetzt. Für alle Arten von Bedürfnissen sowie ein Bereich, der sich als Foyer mit Billardtischen eignet. Die alte Gefängniszelle, die früher nur von außen zugänglich war, wurde nicht aufgegeben. Jedoch wurde eine Abkürzung zum Korridor mit den Aufzügen hinzugefügt, um den Zugang zu erleichtern. Eine Treppe führt zum Aufzugsraum, zu einem Bereich, der noch nicht ausgegraben wurde. Noch nicht ausgegraben? Okay. Dieser weit unten gelegene Raum könnte in Zukunft als Versteck für die wertvollsten Geheimnisse dienen. Okay. Gut. Haben wir geschafft. Gehen eins zur Seite und kommen hier zu einem Raum. Hier sind Stifte. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz in unser Inventar. Gucken, Stresslevel geht. Sehen wir es mit Schnitt, also mit einer Schere. Wir haben ganz viele Notizen gefunden. Baupläne sind wichtig dann. Gut, jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn hier zu finden. Geschreddertes Plakat. Okay. Wiederhergestellt. Darf ich hier was machen?
würde gerne das bewegen. Oder kann ich... Ah, so geht das. Okay, ein bisschen unintuitiv, muss ich sagen. Wird noch nicht erklärt, wie die Sache funktioniert. Okay, damit haben wir den. Irgendwas, guck mal. Ich glaube, das ist eine falsche Spur mit den Strichen hier. Was könnte da runterkommen? Das ist die, ich glaube, die Rose. So. And his magic roses. So, dann ist der Stier und dann ist da noch die Hand wahrscheinlich, die das Ganze hält. Ja. Hier. And his magic roses. What stories do they told? Und wir haben damit eine Skizze von irgendeinem... Also eine Darstellung von diesem Haar. Vielleicht brauchen wir das noch irgendwo. Schön. Interessant, guck mal, der Teppich unten, wie das alles so verschoben ist bei diesen. Bisschen QR-Code-mäßig, diese ganzen Löcher. Transportrolle brauchen wir nicht mal angucken, oder? Macht sie da was anderes? Nö. Okay. Wir gehen unten entlang. Eine Abkürzung, die verriegelt ist. Ein großer Schrank. Da ist irgendwas zerbrochen. Eine Dollarnote erstmal. Eine Dollarnote. Das Farbeimer, da komme ich nicht ran. Schaues Plakat. Ah, okay. Nächstes Plakat. Okay, man lernt hier also mehrere davon zu nutzen. Lass uns erstmal wieder wie immer die Schrift zusammensetzen. Dann gucken wir uns den Rest an. Geht es darum, dass der gefesselt ist. Hier unten sind Lichter, die müssen hoch. So vielleicht. Fehlt noch was, wahrscheinlich die Fingerspitzen. So, das ergibt doch Sinn, oder? No chains can hold Lorenzo the Great and his latest in his latest escape act. Okay, damit sehen wir das nächste. Auch das Plakat, wieder rote Farbe übrigens. Jetzt wäre die Preisfrage beim fotografischen Gedächtnis, bei der Karte. Da die geschredderten Sachen werden jetzt nicht irgendwie dargestellt. Ich denke mal SC heißt Shortcut für Abkürzung. Okay. Aber wir haben die Zauberplakate und haben schon mal Entblässnungskünstler und Rose. Und das muss man dann wahrscheinlich irgendwie geschickt zusammensetzen. Gut, haben wir schon mal hier unten, ich glaube, gerade alles gemacht, was geht, abseits, dass wir Geld ausgeben. Was ich jetzt gerade noch nicht machen würde, um ehrlich zu sein. Achso, nee, wir können noch die Treppe hochgehen. Biografien, jemand hat Biografien aus dem Regal gerissen. Das Leben und die Welt der Lorelei Weiß.
Die Seiten wurden herausgerissen. Renzo Nero. Un animal terrible. Der größte Teil des Buches ist mit roter Farbe beschmiert, aber ein paar Seitenabsätze sind noch lesbar. Das Glücksspiel als Thema immer wieder aufgenommen wird, überrascht Neros Bemerkung über Karten in einem Interview aus den 1960er Jahren in Technikfotografie kaum. Karten haben etwas Magisches an sich. Mein Jugendfreund Gino konnte mit Karten Dinge vollbringen, die ich seitdem nie wieder gesehen habe. Er war wirklich gut mit Tricks. Kleiner Gino. Il Brutto. Als Spieler war er furchtbar. Er hat nie verstanden, dass man betrügen muss, um zu gewinnen. Er war ein einfacher Mann, der sich allein aufs Glück verließ. Das Spiel ist manipuliert, Betrug ist Teil des Spiels. Das Okkulte hatte schon immer großen Einfluss auf Nero. Aufgrund seiner Erinnerungsbücher sowie seiner Arbeit, die oft Elemente wie den Blick in die Kristallkugel, Tarot und Ähnliches enthielt, können wir vermuten, dass er sich besonders für Wahrsagerei interessierte. Gegenüber Claudia Pittini, der Redakteurin von The Etymologist Dream, erwähnte er einst, dass er den fertigen Schnitt nicht sehen müsse. Den vollendeten Film hätte er bereits in einer prophetischen Vision gesehen. Interviews war es häufiger Thema, dass er nicht an das Schicksal glaube und Freunden gegenüber sprach er oft über verschiedene Methoden in die Zukunft zu blicken. Widersprüche widersprechen meinen Überzeugungen, waren seine berühmtesten Worte aus einem Brief an seinen ärgsten Kritiker Paul Dumont. Neros Beziehung zum Geld war komplex. Er spielte oft Glücksspiele und sagte auch häufig, dass Magie und Geld in der Kunst nebeneinander stehen. Aber er behauptete auch mit derselben Häufigkeit, dass Geld die Kreativität unterdrücke und nannte es eine rote, menschenfressende Bestie. Hatte er viel gewonnen, kaufte er sich einen neuen schwarzen Anzug und gab Geld für diffuse Kreativprojekte aus, die meist unvollendet blieben. Er spendete auch öfters Geld an ein örtliches Tierheim für Hunde, da es keine Anti-Katzentierheime zu geben scheint. Freunde und Bekannte erzählen immer wieder Geschichten darüber, wie Nero große Mengen an Bargeld in Einkaufstüten oder in den Taschen bei sich führte, was natürlich wiederholt dazu führte, dass er das Geld verlegte oder ganz verlor. Nero interessierten an den historischen Spektakeln die Cineterzo erschuf allein die technischen Aspekte und sonst nichts. Die Studios waren zu groß, um etwas erschaffen zu können, das nicht von außen kontrolliert wurde. In einem seiner Manifeste machte Nero den satirischen Vorschlag, dass nur Diktatoren bei Filmregie führen dürften. Nero handelt in seinen Schriften und Werken immer wieder die heilige Bedeutung der kreativen Kontrolle ab. Im Laufe der Zeit änderte er seine Meinung. Nun propagierte er stattdessen, dass außer Kontrolle zu sein, der einzig gangbare Weg wäre, Kunst zu schaffen. Sich dem Äther hinzugeben, nennt Nero es in einem anderen Manifest. Neros Zeit bei Cineterzo wird nur selten erwähnt, aber er selbst erwähnte sie kurz und zugegebenermaßen vage im Jahre 1959 bei einem Interview mit dem schwedischen Fernsehen. Er sagte zu Lars Hallund: Ich hörte das Flüstern im Bauch des Ungetüms Cineterzo, die alte Vorhut, Überlebende aus der Stummfilmzeit. Ich wusste von dieser uralten Verschwörung und ich wollte daran teilhaben. Nero hasste Unterscheidung und schwankte wie ein Pendel zwischen Kunstfilm und Ausbeutung. Dennoch ist der Großteil seines Werks nicht völlig unzugänglich. A Dog Like All Other Dogs wird in Italien und Deutschland immer noch häufig im Fernsehen ausgestrahlt und Automobil kann man regelmäßig auf Festivals der Kultfilme sehen. Es gibt ein Publikum für seine Werke, aber Un Animal Terrible beendete eindeutig seine ohnehin nur begrenzte kommerzielle Anziehungskraft. Das heißt, ein Plakat, das wir gesehen haben, neben Aufzug, ist also ein Filmplakat. Vielleicht findet man das Jahr raus. Nero hatte die Grenze zwischen Exzentrik und Verrücktheit überschritten und der Verleih nahm den Film nach der Premiere aus dem Programm. Das erste und einzige Cinema Sostenuto-Projekt war ein trojanisches Pferd. Ein amerikanisches Studio, das wahrscheinlich nicht allzu vertraut mit seinen früheren Arbeiten war, war der Überzeugung, dass Nero einen billigen Schauerfilm drehen könnte, wie er zu dieser Zeit in Mode war. Hätten sie allerdings Neros Manifest gelesen, wären sie wohl wenig geneigt gewesen, ihm auch nur einen Cent zu geben. In einem früheren Entwurf des Vorschlags wurde, hoffentlich nur scherzhaft, vorgeschlagen, dass das Publikum nach jeder Vorführung aufgereiht und erschossen werden sollte. Er hatte ein großes Interesse an Technik. Sein Freund Kai Agatz erinnerte sich gut an den gemeinsamen Besuch des Electronic Art Symposiums.
Er verglich die ganze Ausstellung mit einer Mahlzeit aus nur einer Kartoffel. Die Computerparodie von Weiß, also der Computer, der bei jeder Aufgabe versagte, suchte er immer wieder auf. Sie passte gut zu seinen Ansichten über Maschinen, die den Menschen übertreffen, aber trotzdem in allem unfähig sind, weil sie von Idioten gebaut wurden. Er nannte Weiß eine Frau mit Laseraugen und sagte, er sei sich sicher, dass sie bald zusammenarbeiten würden. Okay. Viel. So, hier kamen wir runter. Hier haben wir ein Grammophon. Musik erklingen lassen. Bücher über Sprache. Nützliche lateinische Redewendung. Oh Gott. Ab Ihnen Pectore von ganzem Herzen. Ars longa, vita brevis. Das Leben ist so kurz, die Kunst ist lang. Auri sacra famis. Verfluchter Hunger nach Gold. Magnus Opus, häufig Opus Magnum, bedeutet ein Werk eines Künstlers oder Wissenschaftlers. Memento Mori, bedenke, dass du sterben wirst, also sei der Sterblichkeit bewusst. Memento Mortem, bedenke den Tod. Factum Fieri, Infectum non potest. Geschehenes kann nicht ungeschehen gemacht werden. Fere libenter homines id quod volunt credunt. Gern glauben die Menschen das, was sie sich wünschen. Forsan et haec olim Meminisse Iovabit. Vielleicht wird die Erinnerung hieran einst noch ein Trost sein. Okay, das brauchen wir später auf jeden Fall. Schreiben wir einen Philosoph, das griechische Alphabet. Einfach die griechischen Buchstaben. Das ist gut zu wissen. Aber es erstmal jetzt nicht. Schlimmste internationale Kartografie. Verschiedenen Sprachen. Norden, Osten. Was ist denn? Moment. Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch. Spanisch. Sudoesto, Esto. Sudeste, Sudoeste. Was? EO? Bin ich gerade doof? Okay, also irgendwie werden wir dann öfters mal was haben und müssen wahrscheinlich aus verschiedenen Sprachen das zusammen basteln, was das heißt. Gut. Informationen kann man auch brauchen. Was ist hier noch? Bücher über Zahlen. SC Bolz Zahlenrätsel Band 1. Willkommen bei SC Bolz Zahlenrätsel Band 1. Deine Abkürzung zu einem schnellen Gehirn. Okay, ist für Abkürzung. Diese Sammlung meiner originellen Zahlenrätsel richtet sich an Anfänger, aber auch an Fortgeschrittene. Jedes Rätsel stellt eine Herausforderung an die Kronzellen dar. Die Antwort ist dabei stets eine Zahl zwischen 0 und 99. Ich hoffe, dieses Buch schafft es, sowohl zu unterhalten, als auch den Geist zu trainieren. Viel Glück. Ich bin Autor, der 1949 geborene Dr. S.C. Bold hat über 200 Rätselbücher geschrieben und über 50.000 Denkspiele und Rätsel erschaffen. Er ist der Direktor des dänischen Rätselverbands und seine Rätsel wurden weltweit in allen großen Publikationen veröffentlicht. Okay, lasst uns mal gucken. Wir brauchen Rätsel Nummer 16 dann gleich. Wie viel haben wir denn eigentlich? Erstmal. 14, das ist wahrscheinlich die 15. 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Tick-Tack, Zeitmesssysteme. Im Gegensatz zum 12-Stunden-System ist das überlegene 24-Stunden-System in 24 Stunden unterteilt, die von Mitternacht bis Mitternacht reichen. Zum Beispiel ist 0 Uhr Mitternacht, 20 Uhr 14, die 14 Minuten nach 8 Uhr abends und 18 Uhr 40, die 47 Minuten nach 6 Uhr abends. Okay, diese Darstellung wird also noch wichtig für uns, dass wir einfach dieses 12er-System teilweise mitnutzen. Zählen mit römischen Ziffern. Die Zahlschrift der römischen Antike verwendet die 7 lateinischen Buchstaben, also I, V, X, L, C, D und M. Die Buchstaben werden auf verschiedene... Okay. Das ist einfach nur zur Erklärung. Strobogrammatik für Einsteiger. Eine strobogrammatische Zahl ist ein rotationssymmetrisches Ambigramm. Wird sie mit den meisten Standardzeichen geschrieben, kann sie um 180 Grad gedreht werden und sieht danach gleich aus. Zahlen wie 8, 11, 69 und so weiter sind strobogrammatische Zahlen. Die letzten strobogrammatischen Jahre waren 1881 und 1961 und das nächste ist 6009, liegt also in weiter Ferne. Moment. Ja, okay.
Ich wollte gerade sagen, symmetrisch gesehen könnte man 2005 auch nehmen, weil wenn man die 5 schlecht schreibt, kann es auch eine 2 sein, aber wenn es darum die Drehung geht, ja, das stimmt. Okay, was haben wir hier noch? Den Sessel. Dann sind wir wieder. Ne, wir sind in einem zweiten Foyer. Und hier könnte man weiter hochgehen. Erstmal runter. Okay, passt auf. Wir machen jetzt einfach mal normal, um festzustellen, dass wir richtig agieren. Erstens, ich würde gerne mal hier hochgehen. Okay, da kommen wir genau darauf, wo wir gerade waren. Das ist gut. Ich würde jetzt aber gerne noch einmal rausgehen. Hallo Hundi. Und zwar, ich würde gerne mal die Abkürzung freischalten. Weil wir haben zwar mehrere Abkürzungen, aber das ist die einzige, die wir bisher mit einem Zahlenschloss haben, mit der 16. So, also wir müssen jetzt demnach ins fotografische Gedächtnis gehen, erstmal alles durchgehen, was wir haben. Nämlich hier die ganzen Bücher. Tick-Tack. So, und jetzt gehen wir an die Zahlenrätsel. Wenn ich gedrückt halte, passiert nichts. Nee, kann ich das auch so machen? Ja. Wir gehen zur 16. So, welche Zahl verbirgt sich hinter dem schwarzen Balken? Wir brauchen immer eine Zahl zwischen 0 und 99, hieß es. Gucken wir mal nach. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Okay, alles klar. Das ist eindeutig. Das sind jetzt die Quadratzahlen, die ohne irgendwie Punkte oder was abgetrennt sind. Das heißt, eine 25 müssen wir hier dran zimmern. Also gehen wir zur Abkürzung und stellen die 25 ein. Müssen echt also keinen kompletten Code eingeben, sondern also im Sinne von links, rechts und so weiter, sonst reicht, wenn wir eine haben. Und da sehen wir auch SC Bold übrigens. Damit wissen wir, das ist wirklich der. Cool. Damit haben wir die erste Abkürzung freigeschaltet. Ich würde sagen, das lohnt sich doch schon mal zu speichern. Wir sind schon bei 9,6%. Okay, wir haben schon viel gefunden. Wobei es natürlich eine interessante Abkürzung ist, weil man kann ja auch durchs Haupt vorgehen. Ne, ich wollte hier den Fernsehmonitor gucken. Gut, dann gehen wir nochmal rein. Natürlich die Frage, ob sich dann irgendwie die Umgebung mal ändert. Das heißt, dass wir nochmal be besuchte Objekte nochmal bereisen sollen müssen. Wir sind unten lang gegangen, kamen oben lang. So, wir sind erstmal im nächsten Etage. Lass uns nochmal den Raum absuchen. Ich glaube, dann sind wir schon fertig hier. Dollarnote. Transportrolle, perfekt. Fürste Etage. Ach. Ach, jetzt sehe ich das. Ach, ich bin so ein Trottel. Das ist ja witzig. Jetzt erkenne ich das erst. Okay, wartet mal. Baupläne brauchen wir. Und zwar Kielare. Keller. Andre Plan. Andre Plan. First Etage. Erste Etage. Löft Winden. Trete. Voynich. Okay. Wir haben First Etage. Also die erste Etage. Können die Kräne den Modul nicht drehen? Der Lieferant hat von jedem Modul ein Exemplar auf Lager. Okay, wir müssen also diese ganzen Sachen hier reinbringen und damit das vollständig ausfüllen. Okay. Günstigste Möglichkeit heißt natürlich, wahrscheinlich, es soll nicht überlappendes sein, es soll auch alles ausgefüllt sein. Gut. Damit gibt es ja nur. Also, wir haben natürlich eine Möglichkeit, wir können unten das Quadrat, also es geht um die Figur oben links, ja. Das muss ausgefüllt werden. Dann. Wir könnten natürlich dieses lange Rechteck nehmen und das Quadrat, die ganzen unten beiden. Aber das ist natürlich das relativ, Entschuldigung, das teuerste, weil wir bei über 800 sind. Was man auch machen könnte, ist, man nimmt die 130 ganz rechts, stellt daneben die 210 und daneben nochmal eine 315. So, das heißt 130 bis 210 sind wir bei 340 und nochmal 315 sind wir bei 655, würde ich sagen.
mal nach, ob das passt. Also 655 geben wir mal ein. Perfekt. Für die First Etage. Und wir haben den Plan. Diese Etage ist Hotel letztes Jahr besonders stolz. Diese Etage ist Hotel besonders stolz. Das hat es irgendwie falsch. Der besondere Stolz Hotels oder auf diese Etage besonders stolz, egal. Hier findet man alle Annehmlichkeiten, die man sich nur wünschen kann. Auf dieser Etage befinden sich ein prächtiges Restaurant, ein rustikales Café, eine Bibliothek voller Informationen, geräumige Foyers und sogar eine eigene Kapelle. So. Das war wahrscheinlich der Eingang gewesen. Genau, das war hier der Raum mit dem Kaffeeautomat, Espressoautomat, was nicht ging. Hier sind wir sozusagen jetzt gerade eben. Und hier waren wir gewesen, es war der Aufgang, diese Mini-Bibliothek von unten. Das heißt, wir können dann aktuell nur noch diese beiden Räume anschauen und höher gehen. Da oben ist irgendwie seltsame Symbole, werden wir auch feststellen. So. Also, Transportrolle haben wir geöffnet. Ist sonst noch was in dem Raum? Ich will jetzt nicht in die einzelnen Zimmer gehen, es geht mir erstmal nur aus dem Raum noch was. Ich finde das echt doof, dass der Interaktionsknopf und gleichzeitig der Inventarknopf ist. Da wären zwei Knöpfe ein bisschen schöner gewesen. So, wir könnten hier lang gehen. Wir können uns den Tisch angucken. Ich nochmal andere Seite lang gehen. Dollarnote. Auf dem Tisch ist nichts Interaktives. Nein. Okay, dann sind wir jetzt hier. Da oben ist ein Schlüssel, seht ihr das? Guckt mal da oben. Über uns hängt ein Schlüssel. Also auch hier sind wieder massenweise Ausgänge. Das heißt, wir haben viel zu entdecken in der nächsten Folge. Ich finde das Spiel richtig gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ist halt ein bisschen, dauert natürlich, ich werde hier abends zu mich auch total doof anstellen, das ist ganz natürlich, solchen Spielen. Ich hoffe wirklich, dass solche Szenarien mit, es kann gefährlich werden, vorher klar kommuniziert werden, sodass man vorher nochmal speichern kann. Aber ansonsten, ich finde es super, keine Gegner, also ich hoffe keine Gegner, das wäre super. Dann könnten wir nämlich hier schön erkunden und Rätsel lösen und rausfinden, was hat es mit diesem Haus auf sich. Und haben wir hier wirklich Survival-Aspekt oder können wir hier vor allem mal ganz in Ruhe rätseln? Aber bis demnächst, euer Landetor. Tschüss.